Heute datet der Streamer Daniel 15 Frauen, die versuchen müssen, ihn mit ihrem Charme für sich zu gewinnen. Währenddessen beobachten Snipska, Zabex, Nils und ich das romantische Schauspiel im Nebenraum und versuchen gemeinsam seine große Liebe zu finden. Ich bin Daniel, ich bin 21, komme aus Frankfurt, bin Streamer und nebenbei noch Student, der ein bisschen BAföG abzieht. Heute auf der Suche nach meinem großen Glück bei Revi. Mal gucken, was er mir hier vorbereitet hat und ja, ich bin sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt. Hello. Hi. Darf ich schon mal? Ja, okay, komm. Egal. Hallo. Oh, okay. Boah, doch super Haare, Alter. Krass. Dankeschön. So wuschig. Ich kann zwar nicht kochen, aber ich weiß, wie man Lieferando bedient für unser erstes Date. Das ist schlecht, weil ich muss abnehmen. Ich kann auch nicht kochen, aber theoretisch können wir uns beide Kochen beibringen. Das heißt. Das stimmt. Und wir können auch sonst Salate. Wir können so ein, weißt du, so eine Kombination, weißt du, wir kaufen uns einfach ein Kochbuch. Boah, ist direkt eine Unterhaltung, ja, da. Ist ja irgendwie Vibe, ja, oder? Boah, können wir machen und dann so, weißt du, so romantisch kochen. Ach komm, geh. Komm, weiter. Perfekt. Komm, weiter. Hi, wie geht's? Hi, Emily. Ach so, auf diskret, okay. Also ich habe einen Anmachspruch für dich und zwar, soll ich dir ein Bild von meinem Lieblingssnack zeigen? Ja, zeig mal. Zeig mal in die Kamera. Hey, was ist das? Hot Chip. Weißt du, was das Problem ist? Ich musste schon zwei von diesen scheiß Dingern essen und bin beide Male fast abgekratzt, weißt du? Ja, aber das soll ja heißen, dass du so hot bist wie der Hot Chip. Ah nee, ich dachte, ich bin dumm. An sich kreativ und du hast ja auch die Mühe gemacht, das so zu bearbeiten und so. Was soll ich denn sagen? Soll ich dich weiterlassen oder nicht? Ja. Ja? Für alles sportlich nehmen und so. Was denn? Schon over? Tschüss! Was ist das hier für ein Zeitdruck, Bruder? Wow! Ja, komm weiter. Oh, krass! Hi, ich bin Maya. Hi, Maya, ich bin Daniel. Gott, schön, wie Maya. Stark. Du denkst jetzt bestimmt, ich frag, ob du mein Vidi sein möchtest. Ja. Aber wärst du gern mein Flip? Ich habe nie Biene Maya geguckt, leider. Aber das ist ein cooles Shirt, sehr, sehr cooles Outfit. Ja, ich sag dir ehrlich. Erstmal, ich will dir erstmal die Hand geben, so, weißt du, wir haben uns noch nicht so, weißt du, was wir sonst wissen. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise, aber ich muss dich auch direkt, glaube ich, zur Abreise schicken, weil ich kenne Biene Maya überhaupt nicht. Ich hatte eine tote Kindheit, kein Kika, nix. Deswegen muss ich leider Nein sagen, es tut mir sehr leid. Ich fühle mich voll schlecht, Digga. Sie guckt so süß und so lächelnd und so, weißt du, voll fröhlich und so, Mann. Aber ey. Küsst dein Herz. Ja, aber wie kann er nicht mit Biene Maya Pickup-Lines reinstecken? Das geht nicht. Warum? Nee, du hast so direkt gefühlt, du weißt doch alles. Ja, das ist aber so auf so einer freundschaftlichen Ebene dann, glaube ich, eher. Hallo. Oh, hi, wie geht's dir? Sehr gut. Wow, ich werde nervös, wie geht's? Okay. Ich bin Bella, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Köln. Und ganz kurz, warte. Oh, was macht sie denn jetzt mal? Macht sie ein Selfie? Was passiert? Perfekt, danke schön. Warum hast du jetzt ein Bild gemacht? Ich wollte Santa nur zeigen, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Oh, was hast du zu zeigen? Ich hab schon Revi sein Oh gehört da oben. Ich sag ehrlich, komm mal her. Ich muss einmal so, und dann muss ich einmal so, und dann einmal so. Und dann muss ich einmal sagen, du bist weiter. Dankeschön. Ey, ich muss einschreiten, so wie er reagiert, geht das nicht. Ey, Bro, wirklich? Was flippst du hier so rum? Was machst du? Ich bin ein bisschen hibbelig, Bro. Guck mal, Bruder, liest dir mal diese Tipps durch, wie man sich verhält. Ah ja, Handy heil geblieben. Kurs geht raus an Rhino Shield. Vom 22.12. bis zum 5.1. gibt es 15% mit Code REWI15 bei Rhino Shield im Shop. Also gönnt euch rein, wenn euer Handy mal richtig sicher sein soll, ne? Mhm. Und am meisten feiere ich nicht nur den Handyschutz als solchen, sondern auch die große Auswahl und Individualität, die du dir machen kannst mit deinen eigenen Hüllen. Es ist einfach ein Traum. Zusätzlich dazu sind die Hüllen extrem nachhaltig, weil sie aus umweltfreundlichem FSC-Material gefertigt sind und damit keiner Fliege was zu Leide tun, oder? Und der Link zum Rhino Shield Holiday Sale ist in der Videobeschreibung. Checkt das unbedingt mal raus und dickes Dankeschön an Rhino Shield. Hi. Hi, ich bin Liv und ich habe dir was mitgebracht. Was ist das? Eine Kerze für einen romantischen Abend. Kann man die aufmachen? Ja, die riecht auch. Romantischen Abend in dem Sinne, dass wir so, weißt du? Film gucken, chillen. Film gucken mit Happy End oder ohne? Wer weiß, was passiert. Ich brauche ein Ja oder Nein? Jein. Bist du ein Gamer-Girl? Ja. Was spielst du, so League of Legends? Ja. Aber ich spiele auch Valorant. Auch? Ja, das hat es nicht besser gemacht für mich. Ich bin voll tot in den Spielen, deswegen. Ich kann das überhaupt Schade. Nicht. Aber ey, machst einen sehr, sehr süßen Eindruck. Aber ich Danke. Muss leider Nein sagen. Okay. Ich bin tot. League of Legends, Yasuo, Midlane und so. Keine Ahnung. Ah, krass, sie kennt man doch, oder? Ja, von der Couch wieder nach vorne. Hi, ja, wir kennen uns ja schon. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Boah, du riechst richtig gut. Dankeschön. Ich bin relativ spontan hier, deswegen habe ich jetzt keinen Anmachspruch vorbereitet. Ich hab was vorbereitet. Ich habe aber auch was anderes vorbereitet. Okay, dann fang ich habe mir an. Nämlich extra meine Fußnägel weiß lackiert heute Morgen. Das Ding ist French Nails. Ich bin mehr der French Nails-Typ. Ja. Du meintest letztens anders.
so saisonal bei mir, weißt du, so mal French-Nails, mal weiße. Okay. Aber wie viele Subs hast du auf Twitch? Oh, momentan unter 1000. Ist bisschen egal. Bisschen gejobbt, aber vielleicht, ja, wenn du mich hostest oder so, dann geht das. Oh, sie geht auf Zahlen. Oh. Ach du Scheiße, sie will ein Stück vom Kuchen haben. Aber du hast auf jeden Fall ein gutes Konto, sag ich jetzt mal und so. Das Ding, ja, ist bei mir, ich bin auf der Suche nach einer Sugar-Mami hier. Mhm. Und ich glaube auf jeden Fall, du hast ein bisschen Geld in der Tasche. Und natürlich vielleicht auch einen dicken Arsch in der Tasche. Deswegen, ey, Bouger, ich muss dich weiterlassen. Es, ja, okay, geht sonst nicht anders. Okay. Geh, hör auf damit, dann sag ich gleich nein, hör auf. Nein, Bouger, wieso? Soll ich noch Uwe sagen? Bitte. Gott, was ist so? Ach, Dicker, Bouger, du bist krank. Hi. Hi. Ich bin Lea. Hi, ich bin Daniel. Ich komme aus Bochum. Und bei dir setzt mein Herz aus wie deine Cam gestern im Stream. Oh! Das, du hast gerade einen Punkt getroffen, weil ich bin durchgedreht. Ja, ich auch. Ich fand das so lustig. Und dann war da noch dieses Standbild von dir, ich konnte nicht mehr. Krass. Sie schaut seine Streams, sie guckt aktiv, ja. Das heißt, du bist ja so eine Viewerin so mäßig, ne? Ja. Bochum ist eine tote, tote Stadt. Schaut das dann alle aus Bochum? Bochum ist okay. Es ist okay. Ja, gibt's da ein Autokino? Nee, in Essen gibt's das nur. In Autokino ist halt cool, weil dann können wir so nebeneinander sitzen, reden, ja, Film gucken und mit Happy, ja, End natürlich wegen der Rückbank. Ich kann gute Beifahrerin sein, super, aber auch gut fahren. Plus halt die Rückbank natürlich, ja, nicht vergessen. Super, top, du bist weiter. Bin ich weiter, dankeschön. Ja, tschüssi. Hi. Hey, was geht ab? Tschüss. Boah. Tschüss. Boah, tschüss, sagt der. Krass, krass, krass. Magst du Takis? Die blauen sind okay, ja. Die sind fast so scharf wie du. Toter Spruch! Aber ey, du hast so voll krassen, interessanten Style so mäßig. Dankeschön. So ein bisschen so Rockstar und so. Ja, ja, ja. Was ist denn dein Lieblingslied? Boah. Cut my life into pieces. This is my last resort. Are you cringe? Nein, nicht das, aber nicht. Ich hab viele Lieblings. Aber gehst du so in die Richtung, wie gesagt? Ja, voll. Echt? Ich war Metal. Ich war fast nur Metal. Ja? Ja. Boah, ich kann damit nichts anfangen, so mit Scooter und so. Bestimmt hörst du auch, ne? Nee. Ach so, okay. Böse Onkels, keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Nee, das auch nicht. Scheiße. Nee, aber ich kann mit der Musik nichts anfangen, ich bin und der Spruch war halt. Ja, okay, so, verstehe ich. Aber ey, küss dein Herz, wenn du willst, wir schreiben nach dem Dreh. Küss dein Herz. Küss dein Herz. Oh mein Gott. Okay, ciao. Ciao. Hallöchen. Hi, 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 wie geht's? Na, wie heißt du? Gut? Ich heiße Julia. Julia, was und ich geht? Wollte fragen, ob du vielleicht mein Romeo sein willst. Oh, smooth, bei dem Namen. Ja. Gute Vorlage. Clean, den hast du aber safe schon mal irgendwo gebracht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Kann ich dir was zeigen? Ja, zeig mir. Guck mal, ich bin halt Boxer auch gewesen, 3-4 Jahre. Ja, deswegen okay, habe ich halt oft Schattenboxen. Boah, deine Schattenboxen. War das gut? Viel zu krass. War das krass? Ich weiß, ob ich gut bin. Das war so kacke, du hast richtig gelogen, deswegen. Mhm. Du hast mich straight angelogen. So. Aber wir haben auch den gleichen Fit so ein bisschen. Ja, ein bisschen schon also, so, aber das okay, rettet es leider nicht. Das Ding ist, bei meinem Schattenboxen, ich krieg dreimal aufs Maul, bis ich einmal geboxt habe. Und deswegen hast du mich halt aktiv angelogen, leider. Ich muss ja denken, dass du mich beschützen kannst auch eigentlich. Kann ich behindert nicht. Ich mache direkt eine Anzeige, wenn mich jemand haut und so. Ja. Deswegen, ich nehme das Schmerzensgeld mit. Ich sage, ich habe 3 Tage nicht gepennt. Aber mit dir werde ich leider auch nicht pennen, deswegen muss ich leider okay, sagen, nein, es tut mir sehr leid. Okay. Aber ey, ja, wir schreiben nach dem Dreh, ja. Top. Okay, tschüss. Hi. Hi, hi, servus. Hi. Was geht? Daniel, ich bin dich. Kiwi, hi. Hi, Kiwi. Ich bin Erdbeere. Ich habe ein paar Anmachsprüche gegoogelt, aber ich fand die alle scheiße, deswegen, okay, hi, hier bin ich. Bisschen Improvisation. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist nicht, ja. Ich habe tatsächlich 2 Fragen. Ja, klar. Würdest du jetzt so nach dem ersten Eindruck sagen, ey, ich möchte mit diesem Mann aktiv ins Bett steigen? Hä? Boah. Ja. Ja? Ja. Magst du Revi? Also guckst du dem seine Videos gerne und so? Ja. Hallo. Red Flag. Ich habe fast jedes Video von hier geguckt. Echt? Ja. Okay, dann muss ich leider sagen, wird das nichts zwischen uns. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du mitmachst. Ey, Kiwi, okay, hat mich sehr gefreut. Hallo, Bro, du bist... What the gute fuck? Wahl. Er ist in einem Video dabei vor mir, ist der dumm? Bleib gesund, pass auf, ciao, ja. Du auch, ciao. Hallo. Hi, wie geht's? Hi, was geht? Wie geht's dir? Sehr gut, dir? Auch, super, super, danke schön. Okay. Ey. Ihr kennt euch, ne? Ja. Also ich bin die Marika, erstens. Hi. Ich bin 20 Jahre alt. Warum bist du so weit weg? Komm her, komm her. Komm, komm. Ja, genau, passt. Sie geht komplett nah dran. Ich bin 20, ich okay, komme aus Bonn. Mhm. Bist du spontan? Ja. Okay, wollen wir auf den Weihnachtsmarkt gehen? Nach dem Dreh? Ja. Boah, könnten wir eigentlich machen, aber ich will vorher wissen, wie deine Hose von hinten aussieht, weil die hat so coole Muster. Okay. Er will auf Arsch gucken. Oh mein Gott. Ja. Verdammt nochmal. Eigentlich genauso wie vorne. Ja, ich habe nur auf deinen Arsch geguckt, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm so für dich. Wie gesagt, Weihnachtsmarkt geht auf jeden Fall fit. Ja. Wir können uns ja gegenseitig so ein Crepe teilen und so. Okay. Zahlst du oder zahl ich? Du. Okay. Wenigstens ehrlich, ja, weiter, ernst. Wer jetzt sagt, nee, wir streiten schon die Rechnung, komm, weiter. Ja? Ja, natürlich, top, super, top. Eine hat er noch. Eine. Er wartet auf jemanden, er hat bestimmt jemanden gespottet schon. Hallo. Hi, wie geht's dir?
Chiara, freut mich. Ich bin gerade eben erst angerufen worden. Ich habe leider keinen Anmachspruch. Ey, alles fein, wirklich krass, aber einfach, du könntest mal auf den Kopf spucken, Digga. Du bist was sagt er da? Digga, was sagt er? Daniel, Bro! Sie kommt spontan und kriegt so einen Spruch direkt. Also, wie groß bist du? 1,86. 1,86? Ja. Aber voll cool. Also, stehe auf größere Frauen tatsächlich. Das Ding ist, du hast keinen Spruch, das halt, weißt du? Ja, ich kann mir einen, also ich habe gerade eben einen gelesen gehabt. Ja? Du kannst auch sagen, ey, ich habe in meinem Bett geschissen, darf ich in deinem Pen oder so. Einfach so, es fällt so. Nee, ich würde dich gerne zum Kino einladen, aber die haben gesagt, dass ich keine Snacks mitbringen kann, keine eigenen. Das heißt, du würdest dann mit mir rummachen und das wäre dann der Ausgleich für den Snack, nur für die Leute, die jetzt den Joke nicht verstanden haben. Bruder, tot, was machst du? Erstes Date, Kino ist halt tot, weil man, weißt du, man kann halt nicht so, weißt du? Muss ja nicht das erste Date sein. Ich kann nicht. Das ist mir zu halbherzig, weißt du? Plus, du bist so, weißt du? Halbherzig? Hallo, Daniel! Er hat ja gar kein Chill. Ja, mach mal so, immer so. Man denkt, du bist ein Soldat, so, weißt du? Stark, jetzt tough, power, Frau. Ja. Nee, ich kann nicht, nee, sorry. Alles gut. Ey, Chiara, pass auf dich auf, bleib gesund. Dann geh, aber geh mit Gott. Mach ich. Geh mit Gott. Warum ist er so? Ich bin die Anastasia. Hi, ich bin der Daniel, was geht ab? Ich habe zwar auch keinen Anmachspruch, aber ich würde dich gern zum Weihnachtsmarkt einladen. Zum Weihnachtsmarkt auch? Boah, zu viele Frauen am Weihnachtsmarkt tatsächlich. Echt? Ja, ist ein bisschen blöd, weißt du? Er ist schon sehr wählerig, ne? Aber ich bin spontan. Mit mir wird's witzig, ja. Okay, inwiefern, was macht dich so spontan? Ich habe gerade meine Arbeit abgesagt, um hier zu sein. Echt? Shoutouts an den Chef. Die sagt einfach ihre Arbeit. Oh, oh, dafür muss ich weiter. Okay. Kannst du ein Rückwärtssalto, weil du so spontan bist? Leider nicht, ne. Ist mir halt nicht spontan genug. Ich kann Spagat, aber ich mach den jetzt. Ist mir halt nicht so spontan genug, deswegen, weißt du. Ich brauche eine Frau, die ein Rückwärtssalto kann, deswegen. Entschuldigung, aber ich kann's gern. Ja, top, safe. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal schreiben. Instagram, Daniel Slam, du weißt selber. Ja. Dann hören wir uns und pass auf dich auf, bleib gesund. Geh, aber geh mit Gott, wie gesagt. Hi. Hi. Ich kenne die aus so einem Format. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, weißt du, wie geht's? Sophie? Ja? Sophie, willst du nicht herkommen, so mich vielleicht umarmen, so sagen, ey, weißt du, okay. Ja, wie geht's? Du riechst richtig gut, oha. Dankeschön. Die hat, das ist die, die gesagt hat, sie mag medium ugly Männer. Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott! Woher kommst du? Berlin, ich bin extra hergekommen. Kennst du Sydney? Nee, ne? Nicht persönlich, alles gut. Top, okay, wichtig. Guck mal, es gibt bei uns ein Sprichwort, also ein Wort, das definiert vieles. Ja. Würdi. Heißt. Hab ich gemerkt. Ich würde aktiv, also weißt du, deswegen. Okay. Hat er gerade gesagt, ich würde aktiv? Das ist schon mal. Was ist denn dein Typ? Was ist denn so dein Type Mann? Boah, das ist eine doofe Frage jetzt so nach dem. Sag doch, komm. Ja, so medium ugly, ne? Medium ugly? Schon. Ja? Okay. Das heißt, wir passen eigentlich miteinander, ne? Ja? Ich glaube, das weibt ein bisschen. Ja, schon, ne? Okay, das finden wir in den nächsten Runden heraus. Sophie, ich werde auf jeden Fall weiternehmen. Und okay, dann bis gleich. Tschüss. Was ist los mit dir, Bro? Ich in meinen Hoden, den Ellbogen. Was ist denn los? Ich in den Hoden. Was denn, Bro? Manchmal ein bisschen frech, oder? Frech? Ja? Nö, ist so eine Mischung aus Humor und so. Selbstsicherheit auch. Bisschen aggressiv auch, ja. Ja. Hattest du Stress? Ich? Boah, bei der letzten, Alter, wie gut sieht die aus? Fühlst du sie? Du kennst sie schon, ja, ne? Ja, ich hab die war auch bei irgendeinem Format davor. Habt ihr schon mal bei einem Format getroffen? Nee, wir haben aber schon mal so geschrieben, so mäßig. Bist du reingeslidet, ne? Ja. Wer dumm denn nicht, Bro? Digga, Revi, ich danke dir wirklich für dieses Format, Bro. Bro, ich bin auch wirklich froh, dass du hier bist. Sei ein bisschen netter zu den Frauen. Ich bin doch nett. Ey, Bruder, geh, aber geh mit Gott. Schön gemacht, mein Herz, das ist wirklich. Du weißt. Küss dein Herz, ne? Küss dein Herz, Habibi. Scheiß Wort, wa? Sieben Frauen haben es bereits in die nächste Runde geschafft und müssen nun in einem kuscheligen Gespräch das Herz vom Weihnachtsmann Daniel erobern. Hallöchen nochmal. Ist okay, wenn ich sitzen bleibe? Ich habe nichts kann. Natürlich, ich setze mich hier auf den Kannst du gerne, ich mache dir Platz. Perfekt. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, wenn wir jetzt vorhaben abzunehmen. Ne? Das könnten wir als Neujahrsvorsatz nehmen. Ich habe gar nicht vor abzunehmen. Ich bin Streamer, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Auch nicht mal das, Lieferando, so ein Chickenburger, so auf ganz schnell. Das ist ein bisschen gut, so mein machbar. Leben. Ja? Das ist machbar. Da müssen wir auch gar kein Kochbuch kaufen. Tatsache. Aber willst du abnehmen oder nicht? Nö, ich bin. Bist du zufrieden? Absolut. Ja, okay. Ah, Daniel, Bro, hallo. Ich hab doch gesagt, er soll nett bleiben. Sollst doch sein. Nein. Das alles gut. Sieht top aus. Okay, sieht wirklich top aus. Okay. Wie pflegst du deine Haare so? Voll die normale Frage. Weil mir fällt voll normale Frage. Nee, ich benutze Shampoo. Krass. Ich dusche nur einmal die Woche. Ist das fein für dich oder sagst du ekelhaft? Es geht häufiger, aber wenn man eh keinen Sport macht, dann ist das. Der einzige Sport sind die Streams bei mir, so weißt du. Ja, gut, das kann man ja ändern. Nee. Ich bin viel zu faul so. Deswegen. Ja gut, dann wird das natürlich echt kritisch. Wir können ja vielleicht mal zusammen duschen. Das ist ein guter Plan. Boah. Die finde ich gut. Hör auf.
eigentlich, du bist sehr humorvoll, sympathisch. Aber ich glaube, nee, der Weihnachtsmann wünscht sich irgendwie was anderes für Weihnachten. Der Weihnachtsmann hat sich gar nichts zu wünschen, der hat Wünsche zu erfüllen. Der stimmt, der muss Geschenke bringen. Das tut sehr weh. Deswegen, ja, ich muss leider... Leider nein. Das ist okay. Aber ey, bist du eine süße Maus, wirklich. Das ist lieb, danke. Du bist wirklich eine süße Maus. Danke. Würdi. Hi. Emily, ne? Ja. Guck, hi. Ich wusste es. Hi. Geht's dir? Ja, super. Jetzt freut mich. Hä? Er ist überfordert. Erzähl mal ein bisschen was von dir, so ein bisschen. Ich bin Emily, 18 Jahre alt, komme aus Nähe Dortmund. Okay. Hast du einen großen Bruder? Nein. Hast du einen kleinen Bruder? Ja, einen 8-Jährigen. Den pack ich. Okay. Ja, gegen den müsstest du ankommen. Den pack ich. Was machst du mir zu Weihnachten? Machst du mir Knackwurst mit Kartoffelsalat? Was? Nein, ich mach Backplätzchen. Ja. Kuchen. Boah. Da hätte jetzt eigentlich so fettes Gericht kommen müssen. So. Alles, was du willst. Echt? Ja, mit einem Kochbuch kriege ich alles. Du bist ein Engel, wirklich. Ne? Ja. Du bist auch ein Engel. Dankeschön. Ich glaube, ich muss Nein sagen. Okay. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber irgendwie, ich spüre dieses Flunkern irgendwie nicht, weißt du? Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Es liegt völlig an mir, wirklich. Ciao. Hallo, nochmal. Bella. Hier, ich hab Platz für dich. Dankeschön. Hast du das jetzt mit Absicht gemacht? Nee, weil ich möchte dich nicht dazu auffordern, auf meinem Schoß zu sitzen. Weil zwar bin ich der Weihnachtsmann, aber... Ja, ich meinte das mit dem Weihnachtsmann, weil vorhin mein Spruch war ja, ich wollte Santa zeigen, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Was wünschst du dir nochmal? Ja. Das bin ja ich. Ja. Das bin ja ich. Wünschst du immer noch, also willst du immer noch den Daniel? Schon. Warum? Sonst wäre ich nicht hier. Warum? Weil du super sympathisch bist und weil du ein schönes Lächeln hast. Und weil ich glaube, dass man mit dir extrem viel Spaß haben kann und dass du loyal bist. Oh, das wird gerade ernst. Ja. Und weil ich 1,90 bin, hättest du noch sagen müssen. Das ist Cap. Hey, warum so frech? Ja, ist halt so, aber, Daniel. Also. Aber guck mal, wenigstens bist du ehrlich zu mir und das ist was, was ich in einer Frau suche, weißt du? Aber die Vibe humormäßig, das ist irgendwie, das ist nice. Okay, was suchst du noch? Perfekt. Ja. Top. Cool. Ich würde sagen, weiter so. Guck mir noch mal so in die Augen eine Sekunde so. Bis dann. Wow, du hast mal auf die Lippen geguckt, hab ich gesehen. Auch. Ich glaube wirklich, dass hier gerade ehrlich Liebe entstanden ist. Ja. Das habe ich gesehen und das habe ich mir gemerkt. Hi. Hi, Bibi. Kann ich kurz, magst du kurz aufstehen? Achso, natürlich. Okay, weil du sagst ja, du suchst eine Mami, deswegen... Oh mein Gott. Komm, Rollentausch, du willst eine Mami haben, jetzt packst du mich überhaupt? Ja, natürlich. Wiesfeld, also doch, komm. Komm, Baby. Okay. Süß. Er sitzt wie ein Kind da. Oh Oder das mein sieht Gott. Aus, als wenn er jetzt gesäugt wird. Ja. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Es geht. Das Ding ist, ich hatte einen Albtraum. Okay, willst du mir erzählen? Guck mal, ich habe geträumt, dass wir nicht zusammen irgendwann im Bett liegen hier bei der Folge. Hm. Und deswegen muss ich halt einfach sagen, bist du wirklich der Knaller. Aber du könntest ja was dafür tun, dass wir nächste Runde zusammen im Bett liegen. Und zwar dich weiterschicken. Genau. Und das hatte ich auch vor. Oh. Aber hast du noch vor, mit Fortnite-Tanz zu tanzen? So, ja. Echt? Welchen willst du haben? Welchen kannst du? Das will ich auch sehen. Also, ich würde den machen, das ist mein Signature-Move. Nein, mach nicht, war alles gut bis jetzt, Boucher. Den hier? Ich kann noch den hier oder so? Oder, ja, ich muss los. Gut, nein, weiter, bis später, gut, ja. Boucher, ich muss weiter, ernst. So, Hallöchen. Hi. Steht dir aber auch? Soll ich mich so ein bisschen... Das? Ja, schon. Also es gibt zwei Optionen, hier oder hier, wie du magst natürlich. Boah, erstmal hier, genau. Das andere okay, schauen wir noch. Erzähl mal, was machst du? Machst du gerade Schule oder... Ich bin noch beim Abi. Bist du beim Abitur? Oder wieder sozusagen, ja. Okay, letztes Jahr habe ich ausgesetzt, da habe ich eine Gastro eröffnet mit meiner Mama. Boah, selbstständig und so, krass. Und jetzt mache ich gerade mein Abi nach. Hast du Patte, weil du hast ja so eigene Gastro und so. Hast du Patte? Hat er das gerade gesagt? Ja, für Geld. Hatten. Ja? Hatten. Wir haben das zeitweise gemacht, aber wir machen den Standort noch woanders. Wo macht ihr den? Wir wollten den vielleicht in Düsseldorf machen. Da muss ich mal nach Düsseldorf kommen, dann kann ich das essen und auch gleichzeitig dich testen. Weißt du auch, was wir essen? Hm? Japanische Crepes. Was ist das? Was ist der Unterschied? Japanische Crepes sind kegelförmig und die Idee haben wir auch aus Japan. Echt? Und dann sind die so mit Sahne gefüllt und kannst du dir selbst belegen und so Soße und so. Deswegen dann vielleicht nach dem Abitur. Vielleicht nach dem Abi. Ey, Blow, nichts für ungut, aber wir würden dich gegen eine hübsche Frau austauschen, ja? Ja, können wir machen. Hi. Sieht irgendwie so anders aus auf einmal. Ja, besser oder schlechter? Ein bisschen besser sogar. Ja? Ja. Okay, ich trage besser noch was. Ja, wie du magst natürlich so. Warum trägst du einen Schal? Ist das eigentlich warm oder nicht? Mir ist kalt. Ja. Echt? So ein schickes Accessoire. Ja. Sieht gut aus. Du hast ein richtig schönes Jochbein. Real Talk underrated. Jochbein? Ja. Findest du? Ja. Okay. Vibe ist nicht so da, oder? Sie muss ein bisschen mehr aus sich herauskommen. Betreibst du viel Sport? Nee. Nicht? Nee, ich bin sehr faul tatsächlich. Echt? Ich auch. Ja? Boah. Eigentlich ist das ein bisschen blöd, so, weil ich brauche eine, die mich hochzieht, findest weißt du? Findest du? Ja, ja. Die mich so motiviert, pusht und sagt, Daniel, ey, du schaffst das und so, weißt du?
Das bin ich aber. Nimm ab, du Fettsack, sowas brauche ich. Ja, das ja. Kriege ich dann immer. Kriegst du hin? Kriege ich hin. Okay, top. Ja. Aber in einem anderen Leben. Küss dein Herz. Oh! Digga, das war. Okay. Ich muss leider rein sagen. Kein Problem. Ich küss dein Herz, bist eine super Dame. Super, dankeschön. Küss dein Herz. Ja, das also, er hat Hoffnung gemacht, Digga. Digga. Er spielt. Hi. Willst du dich hinsetzen? Okay. Willst du aufstehen oder? Willst du? Ja, voll gerne. Okay, komm. Danke dir. Dann setz dich da hin. Dann soll erzähl ich mich jetzt da hinsetzen ja, oder was? Ja, erzähl du jetzt mal. Okay, was soll ich denn erzählen? Das Ambiente kommt mir schon mal sehr bekannt vor, ne? Was, über mich so? Ja, Also ich bin eigentlich so gar nicht interessant, um ehrlich zu sein. Also ich habe wirklich gar keine Stories. Okay. Ich hatte jetzt letztens eine Kennenlernphase, die in die Brüche gegangen ist und so. Oh, was passiert? Ja, keine Ahnung. Die stand dann halt ein bisschen auf meinen Bruder, aber ist ja halb so wild, so weißt du. Aber mein Bruder hat mich zugestochen, weil der hat selber eine Freundin. Deswegen. Ach so, okay. Ja, aber sowas kann doch mal passieren. Einfach Therapiesitzung. Ja, bei ihr öffnet er richtig sein Herz. So. Findest du meinen Bruder heiß? Ich habe den noch nicht gesehen, aber bestimmt nicht. Ich hoffe. Nein. Ich kann das nicht nochmal verarbeiten, ernst. Ich glaub dir das. Aber du hast voll krasse Augen, ernst. Dankeschön. Du auch, schöne Augen. Wow. Ich glaube, die lieben sich wirklich ein bisschen, ne? Ey, du hast ein krasses Outfit, Real Talk. Bist du Brasilien, also magst du Brasilien oder was? Ich weiß nur, dass Neymar da spielt. Ja. Aber mehr weiß ich nicht. Weiß egal, Neymar nicht. Reicht ja schon. Yes. Ronaldo auch. Ja, genau. Ja. Sophie war dein Name, ne? Genau. Okay, Sophie. Knaller, wirklich. Wow, ich muss dich einfach weiterlassen. Danke dir. Weil das kann ich nicht entgehen lassen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Hoffentlich. Frohe Munter. Bruder, ich bin tot nervös. Ja? Man merkt es gar nicht, Bro. Die eine, die du rausgevotet hast, die ist Lil TJ-Fan, aber sie hat es nicht gesagt. Boah, ich habe ihr gesagt, sie soll es sagen. Du hast zuerst gesagt, hey, voll geil, vibe in einem anderen Leben, ciao. Genau, das war die. Woher? Aber Bro, woher? Das ist so. Das kommt dann einfach, das ist einfach die Intuition. Ja, genau. Also, Bro, für dich geht's jetzt ins Bett. Du warst noch nie mit einer Frau im Bett, sagst du? Nee. Guck mal, in dem Bett lagen Legenden drin: Hugo, Tom Supreme, Calvin Klein, Breitenberg. Verstehst du? Ja. Ne? Es ist crazy. Ich muss jetzt ins Bett. Alexis, willst du mitkommen? Absolut nicht. Komm. Oh, hol deine Traumfrau jetzt. Daniel hat seine letzten drei Favoritinnen gepickt und muss sich nun für eine von den dreien entscheiden. Und jetzt geht's ins Bett. Boah. Hi. Hi. Oder kannst du auch hinsetzen, ne? Du musst dich hinlegen. Ja, okay. Das wäre nicht das erste Mal, dass zwei Streamer in einem Bett liegen. Ja, so. Das kann aber auch beim letzten Mal bleiben. Passt schon so. Ja, Bouger, ich will dich einfach mal aktiv fragen. Ja. Was ist denn deine Lieblingsstellung, so, wenn wir jetzt mal das, also direkt reden? Oh, ich. Daniel! Also, wenn ich vor dem PC sitze und game, dann winkle ich am liebsten meine Knie so an, weil das ist die Try-Hard-Stellung. Okay. Ja, genau, und dann game ich so, wenn du das meinst. Ach, beim Zocken! Oh mein Gott, wir haben so falsch gedacht. Ich mache immer so ein bisschen vorgebeugt, deswegen habe ich auch ein paar Rückenprobleme. Mm. Okay. War gut, dass du es gecheckt hast, weil ich denke nicht so sexuell und so. Achso, nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin schüchtern, ich bin nicht so eine. Bist du nicht so eine? Nee. Du bist auch eher schüchtern, oder? Ja, ich bin nicht so oft mit einer Frau im Bett, deswegen bin ich ein bisschen nervöser gerade. Bei mir ist wirklich eine Durststrecke gerade am Laufen, die kann man dokumentieren, wirklich. Okay, dann wollen wir die ja mal nicht unterbrechen, oder? Hey, Roger, warum bist du denn so zu mir? Ich bin nervös, ich bin schüchtern. Auf Instagram schreibst du mir noch so, Daniel, ich finde dich wirklich top. Und hör doch auf, du, jetzt so zu exposen, bitte, aua. Ich wollte schon immer deine Kette mal anziehen, ne? Die hier? Ja. Oh, die ist mein Markenzeichen. Wie oft dachte ich, das wäre ein Tattoo, ne? Das ist der schwarze Gürtel im Permaban. Du weißt. Ziehst du an der Decke? Ich zieh nicht nur an der Decke, das ist meine eigene. Das bockt doch null. Wie anstrengend, mit dir dann zu schlafen so. Ja. Okay, gut. Ey, war nett. War super, komm, lass mich in Ruhe. Jetzt ist er mehr der kleine Junge. Jetzt, wo es ernst wird, ihr seht, wir haben die immer näher zusammengebracht, ne? Das ist schon unangenehm jetzt. Ja, ich bin nervös. Tut Boah, gehst du sonst auch mit Schuhen aufs Bett? Ja. Echt? Kannst auch mit Schuhen aufs Bett, das ist kein Problem, glaube ich. Hier lag schon Let's Hugo und so. Ja, okay. Und ich glaube, der duscht auch nicht so oft, deswegen passt. Duscht du oft, ja? Geht. Geht. Duschst du oft? Ja. Wie oft in der Woche? Boah, eigentlich täglich so. Ohne mich? Geil, dass er wieder rauskommt. Jetzt ist es perfekt. Nein. Also so einer. Guck mal, beim ersten Date, ich sag ehrlich, ich hätte mit dir große Visionen, sagen wir es so. Was heißt große Vision? Ja, so ein kleines Haus, zwei Kinder. Ist doch. Cool. Willst du dich mal zu mir in den Stream setzen? So neben mir, wir sitzen so, wir reden ein bisschen, wir streamen und so. Boah, ich weiß nicht. Nicht? Sind die nett? Meine Zuschauer? Ja. Sind die Besten, sind alle super, voll die Charmeure. Kann man machen, oder? Echt? Vielleicht, ja. Warum nicht? Okay. Weißt du, was mir an dir direkt aufgefallen ist? Was denn?
Du hast so, so eine coole Ausstrahlung. So. Echt? Ja, so eine, weißt du? Dankeschön. Ich weiß, ich will einfach irgendwas sagen, um ein bisschen zu schleimen. So. Ja, ich merke. Aber alles gut, danke das erstmal. Was hast du für eine Schuhgröße? Was denkst du? 36? Nein, ich bin voll groß. Ich habe 39. Das ist die Grenze. Passt, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist das so wichtig? Ja, ist okay. Warum? Nein, nur so einfach. Bisschen so für die Ästhetik. Bist du Fußfetischist? Nein, nein. Ich stehe mehr auf Oberschenkel tatsächlich. Das klang aber gerade so. Ich stehe viel mehr auf Oberschenkel. Okay. Ja. Okay. Was sonst so dein Type? Blond, grüne Augen, Brasilien-Trikot, Jeans, gelbe Schuhe. Außer, also, ja. Ja. Du. Ja, doch auch. Er hat gerade so gemacht. Ich wollte gerade sagen. Er hat die das, ne? So klein klappt so. Du machst mich verlegen. Verlegen? Ja. Keine Ahnung. Digga. Was denn? Oh, Daniel, Bro, was? Wie? Oh mein Gott. Das ist so richtig diese 2015, diese Goals-Videos. Oh mein Gott, bitte nicht. Hello. Hi. Boah, die erste, die sich so richtig hinlegt. Oh. Es geht. Ja, safe. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen im Bett liegen, ne? Aber hoffentlich also, nicht das letzte Mal so. Oder? Jetzt musst du sagen, nicht das letzte Mal. Ja, time will tell. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, so nach dem Dreh geht's ab oder so, aber man kann sich ja annähern, ne? Das machen wir ja gerade schon. Ja, so ein bisschen. Ja. Du riechst gut tatsächlich, ja. Dankeschön, du riechst, warte, auch gut. Was ist so das Wichtigste so an einem Mann so, für dich? Das Wichtigste an einem Mann? Ich glaube, ich habe vorhin schon mal gesagt, Loyalität und dass er humorvoll ist. Ja. Aber das sind immer so langweilige Fragen, ja, Daniel. Hau doch mal was Richtiges raus jetzt. Ja, keine Ahnung, Bro. Bro? Oh, Bro. Tot. Spielst du Minecraft? Hast du gerade... Krise. Du spielst nicht, ne? Du zockst nicht und so. Nee, nee. Ja, wir können ja mal zusammen so streamen, sitzen. Obwohl, haben wir schon, ne? Ja, Daniel, das ja. War auch ganz aufregend. Vor allem, was das danach, war super. Vor allem, was danach passiert ist. Hör auf! Ich hab dich einfach nach Hause gefahren, ohne dass irgendwas passiert ist. Das war's, genau, ja. Warum denkst du denn so von mir? Ja, ich weiß nicht. Du gibst mir gerade komische Vibes. Ey, hör doch auf. Ja, okay. Nein, aber ich hoffe, du fühlst dich wohl. Mega. Siehst top aus, machst einen super coolen Eindruck. Oh, danke schön. Ich kann mir auf jeden Fall eine richtig krasse Zukunft zusammen vorstellen. Das hat jetzt so drei Frauen im Stück gesagt. Ja. Echt, ja? Nö. Perfekt. Alles klar, ich... Wir hören uns am Ende, okay? Ja. Ey, wir müssen jetzt raus und ihm bei dieser Entscheidungsfindung helfen. Wir gehen kurz raus, komm. Bro, Daniel, du hast gerade drei Frauen hintereinander gesagt, ich könnte mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Ja. Ist das auch so? Es wäre dumm, wenn ich mich auf eine festlege, weißt du? Verstehe ich, aber du musst dich jetzt halt auf eine festlegen, ne? Ja. Anders geht's nicht. Hast du eine Entscheidung getroffen? Guck mal nicht Alexis so an. Alexis, kann gibt mir so... Hallo, nein, hallo. Guck mal, die ist in der Türe, die ist hier außen vor. Deine Frauen sitzen da. Nein, die gibt mir hier so einen Todesblick so, deswegen. Ja, die machen richtig Angst. Ja, die wird den Arm drehen und eine Faust ziehen. Ich muss einmal sagen, ich wäre voll... Also, alle sind wunderschön. Ja, ne? So, ja, no joke, alle. Außer dein, also dein Charakter, aber sonst gut. Guck mal, du hast mich so. Ich hab die einen einfach rausgeworfen, die dich guckt, weißt du, wie cool das war? Okay, entscheid dich. Wir machen nochmal kurz den hier alle. Guck mal, Digga, hör auf. Mann. Daniel, du musst dich jetzt entscheiden, und Bro. Und deswegen beleidigen dich die Leute, Digga. Ja, das kannst du nicht recht, machen. Zu Recht, Ist zu persönlich, ne? Okay. Du bist dir selber noch sicher, ne? Digga, wir sind hier einen weiten Weg gegangen, viele Frauen da gewesen. Und ich glaube, ich muss mich tatsächlich für... Oh, okay, okay. Ja, sag es, sprich es aus. Ich glaube, ich nehme... Weil sie einfach so mir mehr zugesprochen haben, muss ich einfach ins Spiel annehmen, tatsächlich. Aber es war gerade so eng zwischen euch zwei, wie gesagt. Das ist so schön. Das ist so schön, wirklich Wahnsinn. Guck mal, ihr könnt euch jetzt wirklich, legt euch hier hin. Nein. Wir können uns erstmal umarmen. Ach so. So. So viel wie heißt auf Instagram. Ey, guck mal. Das freut mich so sehr. Legt euch hier ins Bett. Kamera läuft weiter, aber wir gucken alle weg, okay? Versprochen. Okay, okay. Macht, was ihr wollt. Okay. Ey, das war's mit dieser wunderschönen Folge von 15 Versus. Daniel, ich glaube, du bist bedient. Du hast Traumfrau gefunden. Komm auch du hier drauf. Nein, lass jetzt mal, mach mal dein eigenes Ding hier. Viel Glück, groß. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nächste Folge ist mit Alexis, wird auch super, super geil. Kuss geht raus und bis dann. Ciao, ciao.